Hallo, herzlich willkommen und einen schönen guten Abend und willkommen zurück zu Peggys Themenritt. Heute befassen wir uns mit einem bisschen schwierigen Thema und zwar mit Clubs. Und was Clubs angeht, natürlich so ein bisschen so auch mit Clubstreitereien so an sich, was immer so ganz ein großes Thema ist, ne, Hate zwischen Clubs, ne, warum streiten sich viele Clubs, warum hassen sich wirklich viele Clubs untereinander, ne, gibt's ja sicherlich einige Themen, ne, auch so ein paar Dinge, die ich selber in meiner Star-Stable-Zeit schon erleben musste, leider kann man sagen, musste, es ist nichts, was man irgendwie selber so persönlich schön findet, sondern es ist ja etwas, mit dem man irgendwie so immer konfrontiert wird, mit dem ich zum Beispiel zu seiner Zeit, also da, wo ich das miterlebt habe, auch gar nicht gerechnet habe, dass sowas überhaupt funktioniert, also dass sowas da ist, dass sowas sein muss, dass es da wirklich so krasse Diskrepanzen, also so wirklich so richtig, richtig miese Stimmungen zwischen Clubs gibt, die wirklich nichts miteinander zu tun haben wollen und die sich wirklich so gegenseitig runtermachen und auch wirklich hassen. Es gibt sicherlich auch Clubs, die mich hassen, die auch deswegen die Dolphins hassen, aber das ist vielleicht nochmal ein bisschen anderes Thema, weil es ja mit YouTube und vielleicht mit mir zu tun hat und es geht dann vielleicht darum, dass sie einfach den YouTuber nicht mögen und deswegen mögen sie den Club auch nicht oder sowas, ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, wo wir am Schluss nochmal so drauf kommen können. Jetzt fangen wir erstmal an mit so den Grundsachen, ne? Warum gibt es Hass im Club? Warum gibt es Streitigkeiten zwischen Clubs, aber auch vielleicht im Club? Ja? Clubs, die sich gegenseitig irgendwie nicht ausstehen können, sehe ich meistens so, dass sie sich streiten wegen, hey, ihr steht auf meinem Stammi oder, was auch ein interessanter Aspekt ist, ist, ihr habt mir Mitglieder weggenommen. Auch ich selber musste es leider schon merken, dass mich Clubs wirklich hassen, weil sie sagen, wir hassen dich jetzt, denn du hast uns Mitglied XY weggenommen. Wo ich auch sagen muss, tut mir leid, ich habe niemanden mit weggenommen. Ich kann ja niemanden zwingen, dass er zu mir in den Club kommt, denn das ist ja eigentlich eine freie Entscheidung, die jeder doch für sich selber zu treffen hat, oder? Für mich auch war das ganz neu, ich konnte es gar nicht glauben, als mir das jemand geschrieben hat, wo ich gedacht habe, hey Moment, du findest jetzt mich doof und mein Club doof, ja, und schreibst wirklich hassen, weil jemand, der vorher in deinem Club war, sich dazu entschieden hat, hey, ich würde super gerne in diesem Club sein, weil die machen einen tollen Eindruck, da scheinen nette Menschen drin zu sein, da würde ich auch gerne hingehen, finde ich schon ein bisschen hart. Also sicherlich ist es auch so ein bisschen Verlust und ich bin ja auch so, dass ich es schade finde um jeden, der meinen Club verlässt, aber da muss ich auch sagen, das ist jedem selber Entscheidung und ich bin dann niemandem böse, wenn er den Club verlässt zum Beispiel. Aber bei den Dolphins, hier ist es zum Beispiel so, wer halt den Club einmal verlässt, der kommt halt dann auch nicht wieder rein. Ne? Wir haben so ein, zwei goldene Regeln, die wir so bei uns im Club durchsetzen und die sollen auch eingehalten werden. Wenn ich jetzt nochmal so den Bogen zurückspanne, was gibt es für Gründe? Warum können Clubs sich streiten? Ja, ich habe es ja vorhin schon mal so kurz erwähnt, Stammplätze, ne? Stammis, ja, was ist ein Stammi? Das musste man mir am Anfang auch so ein bisschen erklären, ne, der Stammplatz, also falls ihr es nicht wisst, sicherlich wisst ihr es, ihr seid ja alle Star Stable Experten, ne, im Gegensatz zu mir, also ein Stammi ist halt eben der Platz, wo der Club halt eben sich trifft, ne, wo dann die Clubmitglieder stehen und da abhängen, während sie halt irgendwie AFK sind, oder während sie sich unterhalten oder irgendwelche Gespräche führen oder irgendwas organisieren oder halt einfach so im Club so ein bisschen chatten und, ne, einfach abhängen, ja? Da hängt der Club halt ab, der Abhängeplatz, ne? AAHP, der AHP, der Abhängeplatz, ja? Stammi. Und wenn jetzt zufälligerweise ein anderer Club denkt, oh, dieser Platz da, der ist ganz geil, da stelle ich mich jetzt auch hin, und Club A schon vorher da stand, und dann sieht, dass Club B da auf einmal steht, dann sagt er zu denen, hey, geht mal hier weg, das ist unser Platz, ja. Da, glaube ich, habe ich auch schon Leute gesehen, ich will es keine Namen nennen, aber ich wurde auch schon deutliche Male von Plätzen verwiesen. Ich sage nur zum Beispiel in Silverglade, ne, da stand ich mal so rum. Ich stand da einfach, ich hatte Aufgaben gemacht und war AFK. Und dann kommt auf jemand, ihr wisst also, wenn ihr das Video guckt und ihr wisst, von wem ich rede, ne, da gibt es sicherlich jemanden, der meine Videos schaut, der genau weiß, wer das war, kam da an und meint so, ja, du kannst hier nicht stehen, weg von, also sie haben schon, da fallen dann so Sachen wie, verpiss dich von unserem Platz und sowas, ja, ich nenn's mal beim Wort, ja, das ist schon ein bisschen krass, da dachte ich mir auch so, wow, ich kam zurück, ich war halt, wie gesagt, kurz nicht am Rechner, und kam dann wieder zurück und dann steht das da und ich dachte mir so,
was ist denn los? Und dann werden die richtig sauer. Und deswegen gibt's halt auch wahrscheinlich Streitereien. Was ich mir gar nicht erklären kann, weil Leute, ganz ehrlich, so ein großes Spiel und niemand kann wirklich hier einen Platz so für sich beanspruchen, ja. Da muss ich schon sagen, da kann dann ein Club sich natürlich einen Platz suchen, wo man halt unter sich ist. Was ich allerdings aber auch sagen muss, ist halt, dass wenn man sich einen Platz für seinen Club gesucht hat, wo man sagt, hier steht man, dann verstehe ich das auch, dass man da auch eben bleiben will, weil man das hat man so ausgemacht, die Mittis wissen das und bei mir ist es zum Beispiel so, dass es ja vielleicht auch für andere Leute interessant ist, zu wissen, wo stehen denn so die Dolphins immer, wenn man vielleicht mal mich kurz treffen will, ne? Das ist halt so, als YouTuber, der nicht ganz unbekannt ist, ist es halt vielleicht auch so, dass die Leute halt sagen, hey, ich will mal vorbeischauen, ich weiß ja, wo die Dolphins immer stehen, vielleicht erwische ich ja Pecky oder einen anderen hier von dieser, flauschigen Rasselbande hier, mit der ich unterwegs bin. Na, ihr seht ja sie wieder, die Dolphins. Und würde die gerne mal sehen oder mal Hallo sagen. Ne? Wechsel mal den Server und guck da mal rüber. Und dann ist natürlich schon ganz cool, wenn der Club so seinen Platz hat, an dem er stehen kann. Wenn es dann aber Leute gibt, und das habe ich auch schon erlebt, die mit Fleiß kommen und sagen, nee, hier stehen jetzt wir, ja, und stellen sich einfach dazwischen, die halt vorher nie irgendwo standen, einfach nur, um einen zu ärgern, ja. Das sind, also sowas nennt man Trollen, ja, das sind halt einfach Leute, die sagen, na, wir finden das jetzt lustig, wenn wir uns jetzt da hinstellen und irgendwie die nerven, ja. Das, muss ich sagen, habe ich selber schon erlebt, dass es mit den Dolphins gemacht wurde. Ich habe aber auch schon erlebt, dass die Dolphins mal sowas gemacht haben. Das ist aber schon eine Zeit lang her, das war quasi noch in den alten Dolphins, sage ich jetzt mal. Na, es gibt ja die neuen Dolphins, die sie jetzt haben, und es gibt die alten Dolphins. Das ist eine ganz, ganz lange andere Geschichte. Die möchte ich jetzt hier allerdings auch gar nicht beitreten. War eine sehr schöne Zeit mit den alten Dolphins, war aber auch eine ganz schön anstrengende Zeit teilweise. Ja, also hatte ja dann auch seinen Grund, warum ich die dann stillgelegt hatte und so. Soll aber jetzt hier nicht Thema sein. Also nochmal Gruß an die alten Dolphins, falls hier das jemand zuhört, die jetzt früher dabei waren, aber jetzt nicht mehr im Club sind. Ihr wisst sicherlich, wovon ich rede. Ja, und da muss ich auch sagen, sowas macht man nicht. Also sowas finde ich doof. Ich finde, man muss sich so ein bisschen auch so organisieren mit den anderen. Ne? Man muss sich so ein bisschen untereinander auch verstehen und man braucht es nicht zu provozieren, warum man das macht. Ne? Ja, da sind wir auch schon dabei, so wie regelt man dann sowas? Ne? Wie regelt man Clubstreitereien so? Hat man eher so einen strengen Club? Der so ein Clubleiter, der sagt, nein, alle Vergehen hier werden sofort, du wirst rausgeworfen, wenn du irgendwie so, wenn man Schlechtes über dich hört oder auch wenn du oft nicht online bist oder irgendwie sowas, ne? Da bist du auf jeden Fall zur Aktivität gezwungen und sowas. Das ist ein sehr strenger Club. Die haben auch sehr straffe CTs immer, ne? Also Clubtreffen, haben einen sehr straffen Ordnungsplan und da muss alles so nach Regel laufen, ja? Da gibt es dann halt auch innerhalb des Clubs sicherlich ganz schön krasse Streitigkeiten und sicherlich auch Leute, die sich unwohl fühlen, denen es vielleicht auch zu viel wird. Da hat es dann vielleicht auch was ein bisschen damit zu tun, dass man sich dann auch vergleicht unter den Clubs, ne? Wie machen die das, wie ist das bei denen? Also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass wir bei den Dolphins das alles relativ locker sehen, was so Treffen und so Pferde und Outfits und natürlich haben wir auch unser Club-Outfit, aber wir haben ja zum Beispiel kein Club-Pferd, wir haben keine festgelegten Club-Treffen, die organisiert so der Club unter sich, ne? Also wenn die Damen hier Bock haben, ein CT zu machen, dann machen sie das, ne? Die brauchen mich dazu nicht, weil ich ja meistens eh keine Zeit habe, dadurch, dass ich halt eben arbeiten gehe und durch YouTube halt auch eben anderweitig viel beschäftigt bin, habe ich halt nicht wirklich Zeit eben hier mit dem Club, leider, muss ich auch dazu sagen, ich würde auch viel gerne was mit dem Club oder so machen, aber dann muss ich meinen Job kündigen. Und das werde ich nicht tun. Ja, und das organisiert der Club zum Beispiel alleine. Wir haben dafür halt andere Regeln, was halt angeht. Ja, Clubspringen zum Beispiel ist bei uns nicht drinnen. Ne? Keine Zweit-Accounts und sowas. Oder halt keine inaktiven Zweit-Accounts. Nur wenn sie wirklich sehr, sehr krass aktiv sind. Oder so, weiß ich nicht. Zum Beispiel, was ich nicht möchte, ist, dass jemand bei uns in den Club kommt oder generell, das finde ich schwachsinnig, in den Club reinzugehen mit einem Account, den man nie spielt, nur damit man da in dem Club drin ist. Ja, finde ich richtig lächerlich. Also das braucht doch kein Mensch, nur zu sagen, hey, ich habe hier irgendeinen Account bei Pecky im Club, da komme ich irgendwie einmal alle 3 Monate online, aber Hauptsache ich bin bei Pecky im Club. Ja, finde ich irgendwie doof, ja, weil damit nimmt man erstens den Platz weg für
aktivere Mitglieder und zweitens finde ich einfach so das Gehabe komisch. Und an dem YouTuber-Club ist jetzt auch nicht zwingend was besser. Ich weiß nicht, was die Leute erwarten. Also ich kriege oft Anfragen, hey Peggy, kann ich in den Club? Das ist bestimmt voll toll. Und da muss ich mich dann schon immer fragen, so ein bisschen, warum? Also ich würde das schon gerne wissen. Wieso möchtest du jetzt in den Club? Ja, da gibt es sicherlich dann Leute, die sagen, hey, das sieht alles bei euch so entspannt aus, freundliche Atmosphäre, ihr seid alle so lieb zueinander, ihr habt keinen Stress im Club und so, ihr macht da nicht so krasse Regeln. Bei mir im jetzigen Club ist es so, da muss ich immer dreimal die Woche um 19 Uhr zum CT und wenn ich nicht da bin, dann kriege ich Ärger und kriege eine Verwarnung, werde dann rausgeschmissen. Da muss ich sagen, okay, kann ich verstehen, ja, das möchte ich auch nicht. Also nichts gegen Clubs, die sowas machen, aber für mich wäre es wirklich gar nichts. Wir regeln das halt ein bisschen anders, bei uns ist es alles ein bisschen lockerer. Wir haben dafür halt so andere Regeln, an die wir uns halten und die ich gerne eingehalten hätte, ne? Da muss ich auch als YouTuber sagen. Ich denke halt immer, was hat derjenige, der an den Club möchte, für Erwartungen an den Club? Also, was hast du für ein Bild, wenn du sagst, ich gehe da in den Club? Was stelle ich mir vor? Denke ich dann, Peggy ist die ganze Zeit online und wir machen ständig irgendwas mit, können mit ihm ausreiten und chatten und so. Dem ist nicht so. Ja, das ist falsch. Und deswegen schon mal eine Frage an euch, die ich heute stelle. Was denkt ihr so? Was habt ihr so für Erwartungen an einen Club oder was soll ein guter Club für euch darstellen? Was muss der so haben? Also oder was soll der so für Bedingungen erfüllen, damit ihr sagen könnt, ja, das ist ein Club, in den will ich. Soll der eher aktiv sein oder eher so locker wie bei uns? Oder sagt ihr, nein, ich brauche auf jeden Fall dreimal die Woche Dressurtraining und CTs etc. pp., weil ich Starstable so viel spiele, dass ich das für mich für wichtig halte. Kann ja auch sein. Schreibt es mir in die Kommentare, würde mich wirklich sehr interessieren. Und was dann auch nochmal super interessant ist, wenn wir schon bei dem Thema sind und ich muss echt ein bisschen auf die Zeit aufpassen, ich verquatsche mich, ansonsten überziehen wir heute ein paar Minuten. Ränge, Clubränge. Ich muss für mich ganz ehrlich sagen, und es tut mir jetzt leid, wenn ich da irgendwem auf die Füße trete, auch in meinem eigenen Club. Leute, ich kapiere das System der Ränge nicht. Wirklich. Ich kapiere den Rang des Clubleiters. Ich kapiere den Rang des Clubbesitzers. Ist ja klar, das bin ich. Und ich kapiere den Rang des Mitglieds. Alles andere dazwischen kapiere ich nicht. Ich kapiere den Clubleiter auch dahingehend nur, weil es quasi eine untergeordnete Position des Clubbesitzers ist. Was aber cool wäre, wenn der Clubleiter zum Beispiel auch Leute in die Clubs einladen könnte, was mir als Clubbesitzer ein wenig Arbeit abnehmen würde. Warum kann ein Clubleiter nicht Leute in den Club einladen und die Clubinfo schreiben und lauter so ein Kram? Das wäre cool. Dann würde der Clubleiter noch mehr Sinn machen. Aber was zum Beispiel sollen Meister, Reitlehrer, etc., erfahrene Reiter, Schüler und so, ich verstehe nicht ganz. Warum ist es für viele so wichtig, da einen gewissen Rang zu haben, wenn er doch eigentlich eh nichts ausmacht? Zweite Hausaufgabe für euch. Was erwartet ihr von einem Rang? Oder welcher Sinn hat für euch so ein Rang in einem Club? Oder welche Bedeutung hat der? Und würdet ihr euch auch wünschen, so wie ich jetzt, dass der Rang auch wirklich eine Funktion hat, also eine Fähigkeit, dass man sagt, der Clubleiter ist quasi tatsächlich die rechte Hand des Clubbesitzers und dürfte auch Dinge im Club verändern zum Beispiel? Finde ich persönlich sehr cool. Ja, würde mich interessieren, was ihr davon haltet. Ne? Gut. Ich habe es vorhin schon mal angerissen, ja, Clubspringer finde ich irgendwie, ich will nicht sagen unmöglich, aber doch irgendwie schon. Vor allem Clubspringer, die immer, das kennt ihr sicherlich alle auch, ich zitiere mal so ein bisschen was, oh mein Gott, ihr seid der beste Club, boah, so toll, ich hatte noch nie so einen guten Club, ich will nie wieder raus, ihr seid das Beste, ich liebe euch alle so und so, ne, ihr kennt dieses Gerede. Ein Tag später, bam, Club verlassen, eigenen Club aufgemacht oder einem anderen. 3 Wochen später wieder dasselbe, hey, kann ich wieder zurück zu euch oder sowas, ne, so Clubspringer, wo ich mir denke, so, was ist los, also ich verstehe das nicht, nee, Hasenrennen mache ich nicht, ich verstehe das nicht, warum man das macht, entweder man fühlt sich wohl in einem Club oder nicht, warum springt man so hin und her, ist es einfach nur, dass man wieder falsche Erwartungen hatte, die dann nicht erfüllt werden oder dass man einfach
von Freunden sich manipulieren lässt, die dann sagen, hey, sei nicht bei dem im Club, der Club ist doof, geh in den anderen Club oder geh da raus oder geh zu mir in den Club und dann machen sie selber einen Club auf und dann sind sie alleine zu zweit in einem Club und denken sich, nein, wir wollten eigentlich einen großen Club haben und das haben wir es nicht geschafft und das ist voll doof, weil wir wollten schon immer auch 50 Leute in einem Club haben und das wird niemals funktionieren, weil es irgendwie, jeder hat irgendwie einen Club aufgemacht und will den irgendwie haben und so viele Spieler gibt es gar nicht, dass man den Club irgendwie voll machen könnte. Vor allem, wenn jetzt jeder Dritte, der in einem Club ist, selber gerne mal einen Club aufmachen würde, was eigentlich auch nichts bringt so. Also, viele Leute, ich sehe es ja immer wieder, Global-Chat, ne, Clubwerbung, ja. Also Clubwerbung ist eh so ein Thema für sich. Warum macht man so groß Clubwerbung? Und vor allem, wie macht man so groß Clubwerbung? Ja, je länger der Text ist und je mehr Herzchen in dem Text sind, desto besser ist die Werbung. Na, ich glaube, das ist Quatsch. Und vor allem, ich lese sie ja immer wieder hier. Wir sind die South Parallel Paladins, suchen neue, krasse Mitglieder. Wir sind voll lieb und humorvoll und voll verrückt. Das lese ich immer wieder, voll verrückt. Denke mir so, ich will doch in keinen Club von Verrückten. Ja, da kann ich doch auch in irgendeine Anstalt gehen. So, voll, da kann ich in die Arbeit gehen, wenn ich einen Club von voller Verrückten sehen will. Ja, so, nein, oder wisst ihr, was ich meine? Und die sagen dann, wir sind voll crazy und wir haben Insta und wir haben Facebook und wir haben YouTube und WhatsApp und alles. Wo ich mir auch so denke, ja, okay. Ist jetzt nicht zwingend kein Argument für den Club, oder? Nur weil er einen Instagram-Account hat oder einen YouTube-Account. Account. Ich meine, jeder hat heute einen YouTube-Account. Ganz ehrlich, Leute, sogar meine Oma hat einen YouTube... Okay, meine Oma hat vielleicht keinen YouTube-Account, aber ihr wisst ungefähr, worauf ich hinaus will. Ich finde, es sind keine Kriterien, nach die ich meinen Club auswählen würde. Wonach ich dann schon eher gehen würde, wären so Aktivitäten. Dass man sagt, hey, wir sind ein entspannter Club, wir haben wenig Aktivitäten und weniger Regeln. Oder hey, wir sind ein gut strukturierter Club, wir haben wirklich ein gutes Aktivitätsportfolio, wir machen das und das und das und das. Oder wir sind ein Club für Ü-16-Jährige oder irgendwie sowas, ja. Wo das auch überprüft wird und geschaut, hey, sind die wirklich so? Man merkt es ja so ein bisschen an der, nicht bei allen, aber bei einigen merkt man schon so an der Art, wie sie schreiben und was sie schreiben, wie das Alter so einzuschätzen ist. Und danach zu gehen, finde ich schon viel interessanter für einen Club als Auswahl, als die Sachen, die meistens so im Globalchat als Werbung geschrieben werden. Ne? Oder wie ein Motto-Club zum Beispiel, wenn man sagt, hey, wir sind ein Club, wir ziehen uns alle immer nur schwarz an, wir sind ein Gothic-Club oder ein Metal-Club oder wir sind ein Country-Club, nicht? Harry Potter, du kannst bei uns ein richtig cooles Country-Club-Erlebnis erleben. Wir haben nur laute Country-Pferde, Low-Lauter Western und Country-Stuff. Wo ich mir auch denke, das ist geil. Das ist doch geil. Oder so Western-Thema ist doch cool, oder? So Cowboy-mäßig, alles so ein bisschen Western-Style. Ist doch mega episch. Oder halt, man sagt, man ist edel. Ja, alles in Gold und so. Ja, ist doch auch cool. So Motto-Clubs, das würde mich schon wieder mehr anziehen, als jetzt irgendwie so... Also es wäre für mich ein Argument, wo ich mir sagen könnte, ah, der Club, das klingt doch interessant, ne? Oder das ist was, wonach ich halt suchen würde, ja? Ansonsten, ich weiß auch nicht, diese ganze Clubsuche finde ich echt manchmal ein bisschen krass. Ich frage mich manchmal, wieso sind viele so darauf erpicht, einen eigenen Club zu haben, der dann möglichst erfolgreich sein muss und der auch so voll sein muss, ja? Wieso muss ein Club unglaublich viele Mitglieder haben, die dann wahrscheinlich eh nicht aktiv sind oder sowas, ja. Das macht den Club doch nicht zu einem besseren Club, ne. Wichtig ist, wie ist die Stimmung innerhalb des Clubs. Das ist für mich das Allerwichtigste. Völlig egal, wie viele Mitglieder da drin sind. Hauptsache, die Stimmung passt, ne. Und Hauptsache, man hat einen harten Kern, ne. Ich darf hier mal die Kamera drehen, ja. Hauptsache, man hat halt wirklich einen Kern, der immer dabei ist, der da ist, der in meinem Fall als Let's Player, YouTuber, der einen auch supportet, ja. Ganz, 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 ganz wichtig, Support des Clubs, ja, und Support der Leute. Ich mache nicht die Star-Stable-Videos umsonst, oder weil, okay, sicherlich, weil ich Spaß dran habe, aber weil ich mir denke so, ja, pff, einfach so, um den Club hier zu zeigen. Nein, ich mache die Videos, die würde ich auch ohne den Club machen. Aber ich habe halt den Club auch für Fans und Leute, die mich unterstützen wollen, ja. Und ich finde, dass das ja eigentlich schon ein ganz schön feiner Zug von dem Herrn Packy ist, dass er seinen Club nicht abschließt und sagt, nein, das ist meins,
ihr dürft da nicht hinein, ja, sondern dass wir es ein bisschen öffnen und sagen, hey, du bist ein Fan und du möchtest mich unterstützen, auch in Streams und in Let's Play-Folgen, was auch immer, ja, bei den, wenn du die Videos gut findest. Und ich würde dich gerne unterstützen, Packy, dürfte ich in deinen Club und so? Dann kann ich sagen, ja, klar, natürlich darfst du gerne in deinen Club, ne, erzähl mir ein paar Worte über dich und dann darfst du rein, beziehungsweise auf die Warteliste oder wie auch immer. Und für mich ist es auch nicht so einfach, dann da auszuwählen, wen lasse ich rein, wen nicht, wer will nur wegen YouTuber im Club sein, damit anzugeben, was ich auch ein bisschen schade finde. So, man kann ja nicht sagen, hey, ich gebe damit an, ja, wo man sagt, finde ich jetzt irgendwie die falsche Intention, dass man sagt, hey, ich bin nur bei Packy im Club, damit ich sagen kann, ich bin bei Packy im Club. Ja, und das kann natürlich dann auch wieder sein, dass es dann wieder Leute gibt, die das haten, weil sie sagen, hey, du bist auch nur da in dem Club, weil Packy drin ist und dann, ja, aber ich habe wenigstens einen Fame-YouTuber im Club und sowas. Ne, solche Diskussionen sind zum Beispiel auch sehr schade, dass die geführt werden, weil ich finde es eigentlich nicht nötig, ne? Weil das Wichtige ist doch, dass man sich selber in seinem eigenen Club mit den Leuten wohlfühlt und das halt schön findet, was er ist und die Stimmung gut ist und wie die Leute da drin sind und nicht was, ob der jetzt fame ist oder ob der nicht fame ist. Und das ist auch sehr schade, dass das von anderen so auch geneidet wird und auch teilweise gehatet wird. Habe ich schon ganz oft gelesen, dass viele sagen, hey, die Dolphins sind mega arrogant und eingebildet, weil sie ein YouTuber-Club sind, so. Wo ich mir denke, das stimmt überhaupt nicht. Die Dolphins sind so die nettesten, umgänglichsten, freundlichsten Menschen, die ich jemals in Star Stable gesehen habe und überhaupt nicht arrogant und bilden sich auch nichts darauf ein, ne? Und laufen auch nicht hier durch den Globalchat und sagen, hey, wir sind in Packys Club und wir sind deswegen besser. Ja, ganz im Gegenteil. Und das sieht man auch immer wieder an meiner Community so ein bisschen, ja, dass du, der das Video gerade schaut, ne, bist ja auch Teil dieser Community und ihr seid immer alle super, super nett. Ja, und das hat vielleicht auch ein bisschen so, ne, das wirkt sich halt auch auf den Club aus und da ist keiner arrogant oder sowas, ja. Und sicherlich mag es vielleicht auch mal in Clubzeiten gegeben haben, so die ich mit beim Club damals oder so, als ich noch ein junger, unerfahrener Clubleiter war, ne, der noch nicht wusste, wie die Regeln sind, wie der Hase läuft im Star Stable Business, auch ein paar Fehler gemacht habe, was so den Umgang mit dem Club und mit anderen Clubs angeht, da habe ich auch noch nicht so drauf geschaut, hey, wie ist so das Image des Clubs, wie reden die Clubmitglieder so mit anderen Leuten, ne, wie ist so die Wirkung nach außen, habe ich halt schon sehr, sehr vernachlässigt, das tut mir auch sehr leid, aber, ne, man macht halt Fehler und man lernt auch daraus und ich habe auf jeden Fall daraus gelernt und, ne, wir haben es geschafft, jetzt, also einen super, super netten, flauschigen Club auf unserem Server zu haben, ne, und ich finde, wir sind schon irgendwie so ein Club mit ein wenig Vorbildsfunktion. Also, muss ich schon sagen, finde ich, ich bin schon sehr stolz auf meinen Club. Sicherlich habe ich auch manchmal so Momente, wo ich mir denke, da verlassen halt Leute den Club, die halt einen Tag vorher gesagt haben, oh ja, bester Club, wie auch immer, oh, ich liebe den Club so und ihr seid so flauschig und ihr seid so toll und Packy, bester YouTuber. Und einen Tag später sind sie dann raus. Wo ich mir dann auch denke so, ja, komische Sache. Schade, schade, schade. Und da geht auch mein Timer an, das heißt, unsere 20 Minuten sind für die heutige Folge vorbei, ne? Über Clubs geredet, ne? Ein bisschen was so angerissen hier, was Clubs angeht. Ich suche mir nur hier gerade nochmal ein schönes Plätzchen, wo man sich mal hinstellen kann. Vielleicht mit so, da oben, guck mal, da ist doch schön. Und mit dem Weingarten im Hintergrund. Ja, so viel zum Clubs. Was habt ihr für Erfahrungen mit Clubs gemacht? Seid ihr so ein bisschen meiner Meinung, was es mit den Hatern im Club angeht? Ich habe schon zwei Hausaufgaben gestellt. Würde mich freuen, wenn ihr darauf eingeht, wenn ihr mir ein bisschen was erzählt. Eure Erfahrungen mit Clubs, gab es da schon so Schwierigkeiten? Gab es da so Streitigkeiten? Wie seht ihr das so mit YouTubern im Club? Ist es cooler, ist es nicht cooler? Findet ihr es okay? Oder sagt ihr, na, die sind schon immer arrogant und sowas, ja? Weil ich zum Beispiel, ihr seht ja, wie ich damit umgehe und dass ich das ein bisschen offener habe, was so den Club angeht. Und ja, Ränge, ich habe euch die Hausaufgabe gestellt. Würde mich freuen, ein bisschen was von euch darüber zu hören. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder bei Packys Themenritt. Danke fürs Zuhören, zu gucken. Und ja, hier jetzt nochmal an die Dolphins. Na, bester Club aller Zeiten. Für mich, für mich, für mich. Das mag ja jedem so entschieden sein, wie er möchte. Danke fürs Zuhören und tschüss.